Früher, zu Zeiten Al Capones, hatten Bankräuber leichtes Spiel. Die Geldhäuser waren schlecht gesichert, Überwachungskameras noch nicht erfunden und die Polizei hatte meist das Nachsehen. Damals musste man nur zugreifen. Heute braucht es einen perfekten Plan. Okay, Helge, worauf müssen wir achten? Ausreichend maskieren, ausreichend bewaffnen und schnell rein und schnell wieder raus. Das Ganze hilft natürlich nichts, wenn ich keinen angemessenen Fluchtwagen habe, dann ist die Reise nämlich hier zu Ende. So geschehen beim bekanntesten Räuberpärchen aller Zeiten. Bonnie und Clydes 8-Zylinder Ford war mit 85 PS einfach nicht schnell genug. Uhrenvergleich? 2:02. In 2 Minuten stehst du vor der Tür, dann bin ich wieder draußen. Alles klar, mit laufendem Motor. Doch was wäre unser Räuberspiel ohne Gendarm? Bei Grip hat das Gesetz einen Namen. Nicky Schelle. Dieser Kopf fährt zwar Diesel, aber getunt von Schnitzer mit 240 PS. Bisherige Aufklärungsquote des bayerischen Gespanns 100%. Falschparker, Diebe, Bankräuber. Ich habe sie bisher alle erwischt. Teil 1 der Operation Bankraub läuft reibungslos. Es geht in die entscheidende Phase, die Flucht. Dafür ist Matthias zuständig. Seine Wahl, leistungsstark und schnell. Ein Audi TTRS, getunt von MTM. 462 PS, fast 300 Spitze. Das sollte reichen. TT hier oder was? Audi TT RS, das schärfste, was es gibt als TT. Oh, das schärfste? Da fahrt schon mal drauf. Das ist auch noch die Rennleitung ist schon hinter uns. Naja. Geht uns am Auspufftopf, latsch rein. Ey, hörst du das, wie dieser 5-Zylinder anbläst? Oh. Da hilft der Geilste, trifft nichts. Das Ding ist unschlagbar. Geht ja wie eine Rakete. Auf dem Landeplatz der Garnisonsstadt haben Matthias und Helge die besten Fluchtchancen. Ihr Ziel? Eine Instandsetzungshalle. Erreichen sie vor Wachtmeister Schelle den Zielort, gilt die Polizei als abgehängt. Sauber. Die Kohle gehört uns. Yes, geschafft. Sauber. Die Beute ist in Sicherheit. In Sicherheit, gut gefahren. Ja, Herr Wachtmeister. Was war denn los, Herr Wachtmeister? Das Ding geht ja ab ohne Ende. Es hat uns katapultiert von der Bank. Ja, auf die Geraden. Das ist unglaublich, Wahnsinn. Ja, da hattest du leider keine Chance, ne? Aber das passiert mir nicht nochmal. Jungs, ich habe euch jetzt im Auge. Aufgepasst. Helge, ich sag dir, der TT ist die perfekte Bankraubkarre. Mit dem fährst du jedem Polizisten davon. Das habe ich gesehen. Du hast uns da ja wegkatapultiert. Normal. Es gibt nur ein Problem. Wenn das so gut geklappt hat, können wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr einpacken. Nämlich sowas. Gold, ja, das passt was da nicht rein. Da brauchen wir was mit Kofferraum. Genau. Und da ein Barren schon 12,5 Kilo wiegt, am besten auch noch ein bisschen Hubraum. Hubraum und Kofferraum? Mhm. Da habe ich was für dich. Der sieht nicht nur böse aus, der ist es auch. Ein Dodge Challenger. Gebaut wird der Traum aller US-Gangster seit 1969. Mit Kompressoraufladung bringt es der von Geiger getunte Challenger auf kriminelle 520 PS. Oh, my God.
Jungs. Nee, jetzt hier. So ein Mist am zweiten Frühstück. Geiger PS in hier drin, Kompressor aufgeladen. Das Problem ist nur, dass das ein riesen Koffer ist. Und er ein bisschen viel Kraft hat, wie du siehst, da gehen die ganze Zeit nur die Hinterräder durch. Diesmal hat Niki mit seinem getunten Bullen-BMW eine realistische Chance. Der Dodge Challenger ist zwar eine Legende, aber leider eine mit Übergewicht. Die ganze Kraft löst sich mehr in Rauch auf bei ihm. Ambi-Schlitten ist natürlich nichts. Ein klobiger Ambi-Schlitten ist nichts. Gibt's doch nicht. Hat uns die Sackratte doch eingeholt. Auf der Geraden geht das Ding wie Hölle, aber... Das Problem war, dass die Karre im Drift immer wieder eingegriffen hat und immer langsamer geworden. Ich war voll auf dem Pinsel im dritten Gang. Der hat sich praktisch auf Polizeikontrolle runtergeregelt, das Fahrzeug. Damit bleibt der Dodge deutlich hinter dem Audi MTM zurück. Bleibt das Problem mit dem Gold. Hat der Niki uns gekriegt? Echt? Ja, ey, das Ding ist ja nur am Ausbrechen. Ja, das ist ein richtiges Eisenschwein. Viel zu viel Leistung und keine richtige Traktion. Wir brauchen mehr Power. Immer noch mehr Power. Hier, guck mal, ich hab was. Das ist der Schrecken aller Ordnungshüter. Die Basis, ein Porsche mit eh schon kranken 550 PS. Die Tuner von TechArt machen daraus 680 PS. Und ein Auto so verführerisch wie Schokoeis. Sein Name? Magnum. Damit sollte Wachtmeister Schelle atomisiert werden. Ich bin ja auf der gegenüberliegenden Seite gestanden, habe das Auto gesehen und dachte, der gehört mir auf jeden Fall. So, der Raum ist voll mit Gold. Dann beschleunigt er weg. Trotz der Tür hat man also das Geräusch vom Auspuff, also jetzt nicht das Laute, sondern einfach die ganzen Abgase, was da durchgeströmt sind, hat man da noch gehört. Also es war Wahnsinn, wie das Auto weggezogen ist. Der Magnum trägt das Gewicht von 2,6 Tonnen durch die Kurven. Eigentlich ein Riesenmanko, würden da nicht 900 Newtonmeter an den Achsen zerren. Autobahnverfolgungen würde der Magnum nicht lange mitmachen. Bei Vollgas schluckt das PS-Monster gerne 40 Liter Super Plus. Also das hier ist ja eigentlich die Kombination aus beiden Autos. Genau, das ist die Power, Sport, Leistung und Komfort. Und wenn es nur die vier Türen sind, also für einen Fluchtwagen muss ich sagen, eigentlich die optimale Nummer. Außerdem würde ja niemand erwarten, dass hier so viel Power drin steckt. In engen Gassen kann Niki noch dranbleiben, aber wenn dieser Wagen nur auf eine kurze Gerade trifft, dann ist für den Polizeiwagen Feierabend. Der TechArt zerlegt seine Gegner in drei Stufen. Stufe 1, Überraschung.
Wahnsinn, das Ding zieht ab. Das Ding zieht ab. Stufe 2. Wut. Ach, Grütze, fix. Na Jungs, mit mir nicht. Und Stufe 3. Verzweiflung. Absolut erniedrigend haben wir bitte Wachtmeisterschelle abgehängt. Unglaublich. Absolut genial. Das Ding hat richtig Schub. Zeig mir das Gold. Ja. Noch Fragen? Oh, lecker, 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 lecker. Alles unser Gold. Der Wachtmeisterschelle ist auch schon da. Wow, jetzt hast du dich aber echt beeilt, oder? Danke. Ja. Ich habe alles gegeben. Das ist ja fast schon Amtsbeleidigung, was ihr da gemacht habt. Da haben wir dich richtig erniedrigt. Ja. Das war mal ein Fluchtwagen. Red nicht mehr drüber, kauf dir mal einen richtigen Motor. Das bleibt aber, unter uns. Natürlich. Für Bestechung. Danke. Also. Ja. Banküberfälle lohnen nicht. Die Aufklärungsquote liegt bei 80% und im Schnitt werden nicht mehr als 30.000 Euro erbeutet. Damit könnte man sich nie den besten Fluchtwagen der Welt leisten, denn der kostet 260.000 Euro. Also schön brav bleiben.